Ja, meine Damen und Herren, ich freue mich, dass Sie bei diesem herben Dezemberabend hier auf diesem Platz erschienen sind. Wir haben ja gehört, das Bezirksamt selbst, das Rathaus, ist ein Horrorhäuschen. Also gehen wir lieber nach draußen. Da ist es etwas kühler. Aber selbst wenn man drinnen ist in diesen Tagen, was hat der Chef des Bundesamts, des BBK, des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe angekündigt? Wir müssten diesen Winter durchaus mit Blackouts rechnen, aufgrund der unverantwortlichen Energiepolitik dieser Regierung. Und was passiert einen Tag später? Der Mann wird sofort von seiner übergeordneten Behörde, vom Bundesinnenministerium, zurückgepfiffen. Das seien ja wohl alles Missverständnisse. Man versucht, die Probleme zu vertuschen, aber immerhin ist jetzt klar, dass die Ukrainer brauchen nicht wegen Stromausfällen in ihrem Land nach Deutschland zu kommen. Wir hier mit unserer tollen Ampelregierung, wir schaffen das auch ohne Krieg, meine Damen und Herren. Was für eine Schande. Und es ist noch mehr im Angebot in Berlin. Nicht nur die Politik gegen die Autofahrer, dass jetzt alle Grün-Links-Bewegten ihre alten kaputten Fahrräder aus den Kellern holen sollen und damit ganze Parkplätze blockieren sollen. Nicht nur, dass eine queere Kita, wo Kleinstkinder mit einem Vorstand, in dem Pädophile vertreten sind, hier in Berlin indoktriniert werden sollen. Pfui Teufel. Nicht nur, dass die Migrationshintergrund in der Kriminalitätsstatistik abgeschafft werden soll. Nein, wir haben auch die Freiheitsberaubung auf den Autobahnen. Hier wenige Meter von dem Ort, wo wir hier stehen, passiert das regelmäßig. Wir haben die Blockade unseres Flughafens, was die einfliegenden Maschinen über längere Zeit, weil sie nicht landen konnten, in höchste Gefahr gebracht hatten. Diese Klimakleber, diese Klimaterroristen, das trifft auf eine linke Kuschelpolitik, die im mehr als klammheimlicher Freude dabei den klimareligiösen Zweck die kriminellen Mittel heiligen lässt. Und der Verfassungsschutzpräsident, meine Damen und Herren, der verkennt bewusst, dass die Mitglieder dieser kriminellen Vereinigung namens Letzte Generation, die also absichtlich und systematisch Straftaten begehen, damit die Regierung nötigen wollen. Sie das so lange haben sie angekündigt, weiter zu betreiben, bis die Regierung eine andere Politik betreibt, die sie selber haben wollen in der Klimapolitik. Verfassungswidrig geht es gar nicht mehr. Und dass das Bundesamt für Verfassungsschutz da zögert, meine Damen und Herren, das ist so skandalös, wie es wenig überraschend ist, aufgrund der bekannten Fehleinschätzungen, zu denen man dort gelangt. Auch damit muss Schluss sein. Wir brauchen hier endlich ein Durchgreifen gegenüber diesen Klimaterroristen auf unseren Straßen, meine Damen und Herren. Und noch schlimmer ist es, dass unserem Land wirklich unserer Bevölkerung soll dieses Land unter den Füßen weggezogen werden. Wir haben jetzt schon eine Migrationskrise, genauso schlimm, wenn nicht schlimmer als 2015 und 2016. Dieses Jahr werden neben über einer Million Ukraine-Flüchtlingen schon mehr als 200.000 der üblichen illegalen Migranten, Asylbewerber erwartet. Nicht zufällig gibt es Berichte, nach denen die Innenministerin Faeser jetzt schon mit geschönten, erheblich geminderten Zahlen vor den Augen der Öffentlichkeit rechnen will. Nicht zufällig gibt es die Berichte, dass die Informationen über die Zahlen an den Grenzen, über die Routen der Migranten, über die Beförderungsmittel, dass sie die nicht mehr auf die Polizeiseiten stellen lassen will. Auch hier sollen unbequeme Wahrheiten vertuscht werden. Das ist kein Mittel zur Lösung. Wir setzen uns dafür ein, alle Fakten auf den Tisch, und dann muss das mit einer konsequenten Nulltoleranzpolitik angegangen werden, meine Damen und Herren. Wir brauchen wieder Recht und Ordnung. Weiterer Zustrom muss durch wirklich effektiven Grenzschutz inklusive Zurückweisung unterbunden werden. Wir müssen Pulssignale, dürfen wir nicht länger in alle Welt aussenden. Familiennachzug ohne Grenzen müssen wir aussetzen. Resettlement- und Relocation-Programme, die immer noch laufen, müssen wir aussetzen. Wir brauchen außenpolitischen Druck auf die Transitländer. Schengen muss so lange ausgesetzt werden, bis die Zahlen runtergehen. Innerhalb der EU bei den Rücküberstellungen, Leuten, die in Griechenland längst anerkannt werden, die kommen dann hierher, ähnlich in Italien. Das muss sich ändern. Es kann nicht sein, dass immer wieder ein Nettoaufnahmeeffekt bei diesen Rücküberstellungen innerhalb der EU läuft. Und 300.000 Ausreisepflicht, die Asylbewerber sind endlich abzuschieben. Und was macht diese Regierung? Sie machen immer noch weiter.
trotz der Überlastung der Kapazitäten. Baerbock und Faeser, Innen- und Außenministerium, richten eine Dauerluftbrücke nach Afghanistan ein. Die Innenministerin legt neue Migrationspakete auf. Da werden neue Anreize gesetzt. Die Hürden für Aufnahme, für die Aufenthaltserlaubnis werden heruntergesetzt. Das sendet weitere Pulssignale, genauso wie das Bürgergeld. Das alles brauchen wir nicht, denn zu was führt das, meine Damen und Herren? Letztes Jahr sind fast eine Viertelmillion Deutsche, 248.000 Deutsche ausgewandert und eingewandert nur 184.000. Und der Saldo der Wanderungsbewegung ist bei den Deutschen seit 2005 negativ, während seit 1998 bei den Nichtdeutschen ist er positiv. Das sind Zahlen des Statistischen Bundesamts. Das ist Bevölkerungsaustausch pur, nichts anderes, meine Damen und Herren. Und die DGB-Vorsitzende Fahimi, die sagt, ja, Zahlen tun weh. Wenn man Zahlen zitiert des Statistischen Bundesamts, können das die Leute nicht ertragen, denen diese Zahlen nicht in Ideologie passen. Und was sagt die DGB-Vorsitzende Fahimi? Ich zitiere, beim Thema Einwanderung müssen wir weg von einer Voraussetzungsverwaltung. Sie will gar keine Voraussetzungen mehr für Einbürgerung, hin zu einer echten Willkommenskultur. Meine Damen und Herren, die SPD kriegt sich gar nicht mehr ein vor Vorfreude auf neue Gewerkschaftsmitglieder, vor Vorfreude auf neue Wähler. Nur mit den Interessen der Deutschen, meine Damen und Herren, hat das rein gar nichts mehr zu tun. Damit muss Schluss sein. Und natürlich liegt auch in immer weiterer Zuwanderung mitnichten irgendeine Chance für den Arbeitsmarkt. Diese Bereicherung, die hatten wir ja nun seit Merkels Rechtsbruch 2015 zur Genüge mit über 1 Million von diesen Spezialisten. Jetzt nach 7 Jahren hätte ja nach dieser Logik, müsste das ja erstmal jetzt für ein paar Jahre Deckung des Fachkräftebedarfs ausreichen. Aber sicher enttarnen sich all diese Fachkräfte noch, wenn sie integrationslos den deutschen Pass demnächst ausgehändigt bekommen. Das ist ja das neueste Bubenstück unserer linken Ampelregierung. Diese Pläne zur Turbo-Einbürgerung, dass man sich das binnen 3 Jahren ersitzen kann, das ist nichts anderes als ein kalter Staatsstreich. Dagegen müssen wir mit allen demokratischen und parlamentarischen Mitteln mobil machen, meine Damen und Herren. Die Menschen, die Deutschland vielleicht bräuchte, die kommen nicht. Stattdessen kommen die linke Parteien und Asylindustrie brauchen. Das ist verkehrte Welt, meine Damen und Herren. Und genauso ist es in den Schulen. Der Präsident des Lehrerverbands, nicht die AfD, der Präsident des Lehrerverbands sagt, ich zitiere, Ursache des Leistungsabfalls an den Grundschulen ist der zuletzt im letzten Jahrzehnt um über 50% gestiegene Anteil von migrantischen Schülern. Je höher deren Anteil, so wörtlich, desto niedriger das Leistungsniveau. Ende des Zitats. Studien ergeben, dass in den migrantischen Familien immer weniger Deutsch gesprochen wird und dass ab 40% Migrantenanteil an den Schulen es zu ausgeprägtem Leistungsabfall bei allen Schülern führt, weil natürlich die Lehrer sich dann anpassen müssen. So schafft sich Deutschland ab, meine Damen und Herren. Wir haben bundesweit bereits einen Durchschnitt in der 4. Klasse, einen Migrantenanteil von 38% im bundesweiten Durchschnitt. Nehmen Sie da mal die ländlichen Gebiete, die wesentlich drunter liegen, dann wissen Sie, was das für die Großstädte wie Berlin, Hamburg, Bremen, Duisburg, Frankfurt heißt. Es ist desaströs. Da verscherbeln wir unsere nächste junge Generation. Hier gilt es endlich umzusteuern, sonst gehen in Deutschland, weiß Gott, die Lichter aus, meine Damen und Herren. Deshalb sage ich, wir haben die Chance, wir haben sie nur einmal alle 4 im Bund bzw. alle 5 Jahre auf Landes- bzw. Bundesebene. Gehen Sie wählen, solange Sie noch nicht von kurzfristig eingebürgerten illegalen Ausländern dominiert werden. Durch die von der Ampel geplante Novelle des Staatsangehörigkeitsgesetzes wird der deutsche Pass zur Ramschware runtergesetzt. Jeder soll ihn so schnell wie möglich kriegen. Im Wesentlichen wird er einfach durch Zeitablauf ersessen. Und dazu wiederum wird vorher allen auch unberechtigten, abgelehnten Asylbewerbern, selbst nach den hyperliberalen Maßstäben Deutschlands, die dann dennoch unberechtigt waren, wird er durch eine Aufenthaltserlaubnis hinterhergeworfen. Man verbrämt es als Chance. Ja, wieso brauchen wir denn so eine Chance? Und all diese Glücksritter werden vorher nach Deutschland gelotst durch Pullsignale ohne Ende. Was sind das? Das sind innerhalb der EU die höchsten Asylbewerberleistungen, zumal als Geldleistungen statt Sachleistungen. Das
sind der rasche Übergang in die noch höheren Sozialleistungen. Das sind die komplett fehlenden Abschiebungen. Das ist jetzt die baldige Staatsbürgerschaft. Meine Damen und Herren, der Staatsstreich gegen das deutsche Volk läuft jetzt in dieser Legislaturperiode. Was wir brauchen, ist doch vielmehr der Rückgang auf die seinerzeit geltende Regelung statt des Geburtsortsprinzips, der Rückgang auf das jahrzehntelang rechtsgültige Abstammungsprinzip, der Rückgang von einem Anspruch auf Einbürgerung, den man sich einfach ersitzt, indem die Asylindustrie hier beliebig lange klagt und man dann jahrelang in Deutschland ist, zurück zu einer Ermessenseinbürgerung, wo der aufnehmende Staat allein bestimmt, was in seinem Interesse ist. Nur so können wir die Interessen der deutschen Bevölkerung schützen und Deutschland überhaupt als Deutschland erhalten. Und dafür steht nur die AfD, meine Damen und Herren. Denn was ist denn mit der tollen Opposition der CDU, CSU? Ich weiß nicht, ob Sie es gehört haben, 19 prominente Abgeordnete der Union, von Laschet über Monika Grütters, über Röttgen, Marco Wanderwitz, der skandalöse ehemalige Ostbeauftragte, Gröhe, die finden das in Ordnung, wenn abgelehnte Asylbewerber die Aufenthaltserlaubnis bekommen. Das System Merkel lebt immer noch weiter. Die sind nicht wie der Rest der Union gegen das Chancenaufenthaltsgesetz. Und was macht Friedrich Merz? Irgendwie schickt er die in die Wüste? Nein, er knickt sofort wieder ein. Er will jetzt die mit einer nächsten Kompromissgeste auch wieder zufriedenstellen. Meine Damen und Herren, Mut zur Wahrheit ist dort nicht vorhanden. Den gibt es nur in der AfD. Von dieser Union, so wie sie jetzt verfasst ist, ist keine Rettung mehr zu erwarten. Die brauchen endlich ein starkes Zeichen der Wähler, dass Deutschland jetzt nicht auch noch eine fünfte linke Partei braucht, neben der Ampel mit SPD, mit Grünen, mit FDP und der Linkspartei. Weiß Gott, brauchen wir keine fünfte linke Partei. Also weg mit dieser CDU, bis sie aufwacht, bis sie sich wirklich von Merkels Erbe distanziert und hoffentlich mal irgendwann langsam koalitionsfähig wird. Gegenwärtig ist sie es nicht. Wer, wie eine dieser Merkel-Jüngeren, die vormalige NRW-Integrationsministerin Serap Güler, meint, sie hätte Verständnis für die illegalen, abgelehnten, nur geduldeten Asylbewerber, die ihre Identität verschleiern. Sie hätte Verständnis für die, die wollten halt einfach nicht nach Hause. Ja, mein Gott, meine Damen und Herren, so jemand hat doch in der deutschen Politik und im Bundestag nichts verloren. Das darf doch nicht wahr sein, wie hier gegen deutsche Interessen gehandelt wird. Und noch wichtiger, solange die CDU wie in allen Bundesländern und auch gegenwärtig als Dogma von ihr verkündet, nur Koalitionen mit Parteien der Deutschlandvernichter anstrebt, seien sie grün lackiert, seien sie rot lackiert, so lange sind doch alle scheinbar konservativen Aussagen der CDU und CSU schlicht unglaubwürdig. Deshalb ist es jetzt so wichtig, dass jeder, der eine Politik wieder im Interesse Deutschlands und der Deutschen will, einer FDP die rote Karte zeigt, einer FDP, die mit Rot-Grün im Bund Deutschlands Untergang im Wochentakt befeuert, genauso einer CDU die rote Karte zeigt, die sich in Abgrenzung schwören gegen die einzige alternative Kraft einer alternativen Politik ergeht und in den Ländern trotz scheinbar konservativ-oppositioneller Töne dann doch immer nichts Eiligeres zu tun hat, als mit den Grünen zu regieren. Günther in Schleswig-Holstein, Wüst in NRW, in Hessen, in Baden-Württemberg und wie sie auch im Bund nichts anderes vorhaben. Söder schwärmte davon, wie schick und modern die Grünen sind. Damit muss Schluss sein. Keine Stimme für eine CDU, die in Wahrheit immer wieder nur mitmacht bei der Zerstörung Deutschlands. Die Unterschiede sind da allenfalls irgendwo hinterm Komma. 2030 deutscher Untergang oder 2032, das ist der Unterschied zwischen Ampel und CDU, wie sie gegenwärtig ist. Deshalb am 12. Februar. Es geht nicht nur, obwohl das wahrlich wichtig genug ist, ums Abgeordnetenhaus. Nein, es geht auch um das Schicksal Deutschlands. Machen Sie alle darauf aufmerksam. Es ist nicht mehr viel Zeit. Der Augenblick ist da. Die Zeit ist erfüllt. Lassen Sie uns Deutschland gemeinsam retten durch einen Denkzettel für das Kartell der Altparteien, durch eine Stimme für die einzige Partei, die eine alternative Politik für die Interessen der Berliner Bürger durchsetzen will. Ich danke Ihnen.